Fliegenfischen ist immer so ein Mysterium. Die Leute wissen nicht so genau, was es ist. Und wenn sie dich mit der Route sehen, fragen sie schon mal nach. If I'm why I'd not be, we want him for no, so we are not the conqueror. And we trap him forever. Zum Fliegenfischen bin ich durch einen Freund gekommen, der mal einen Kurs in Schottland gemacht hat. Und dann sind wir mal hinter, ey, los, lass mal probieren. Dann hat er mich mit zum Fluss genommen und mir die Basics gezeigt. Ich muss zugeben, der Anfang war bei mir ziemlich chaotisch, weil ich mit der Schnur erstmal gar nicht zurechtkam. Aber irgendwann habe ich dann gemerkt, wie es funktioniert, und es hat dann echt Spaß gemacht. Wenn ich über Fliegenfischen nachdenke, ist es erstmal eine ganz ruhige Geschichte und hat meistens mit Natur zu tun. Mit Ruhe, mit einer gewissen Ästhetik, die durch den Wurf entsteht, und einer Leichtigkeit, wenn man beim Fliegenfischen mit sehr wenig Sachen losziehen kann. Und es ist natürlich auch Freiheit, wenn man unterwegs ist und über nicht viel nachdenkt und einfach nur fischt. Beim Fliegenfischen lernt man auf jeden Fall geduldig zu sein, weil man manchmal viele Anläufe braucht, um einen Fisch, den man vorher gesehen hat, wirklich anzuwerfen und auch zu fangen. Man bekommt dabei viel Ruhe, wenn man meistens in der Natur unterwegs ist, und man bekommt Ausdauer, wenn man sich viel bewegt. Man ist viel am Fluss unterwegs, man ist ständig auf den Beinen und am Ende des Tages meistens ziemlich ausgepowert, aber glücklich. Fliegenfischen habe ich schon an vielen Orten gemacht, natürlich meistens in der Nähe von Berlin, auch an der Ostsee, in Dänemark, auf Meerforellen, in Sardinien auf Wolfsbarsche und in Patagonien auf Forellen und Lachse. Es ist schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig, in einer großen Stadt wie Berlin fischen zu gehen, aber manchmal findet man doch schöne Spots, die Spaß machen und auch schöne Fische bringen. Jedes Gewässer hat seinen eigenen Reiz. Das Fischen auf Meerforellen hat diese gewisse Weite, weil du am Meer bist. Du musst super geduldig sein, weil es passieren kann, dass du 4 Tage gar nichts fängst und dann plötzlich 10 Stück auf einmal. Das Fischen am Bach ist sehr filigran und schön, weil du kleine, schattige Stellen finden kannst, wo manchmal riesige Forellen stehen, die du gar nicht erwartet hast. Allein das Werfen entspannt dich so sehr, dass du gar nicht unbedingt einen Fisch fangen musst. Und du kannst durchaus in der Stadt schöne Fische fangen, das ist kein Problem. Fliegenfischen gehen kann ich eigentlich immer. Am besten geht es natürlich nach einer langen Reise oder wenn man viel gearbeitet hat. Aber auch in den Ferien nehme ich meistens eine Fliegenroute mit. Also ich kann eigentlich immer fliegenfischen. Am Ende des Tages kommt es auch wirklich nicht darauf an, wie viele Fische du gefangen hast, sondern wohin dich das Fliegenfischen bringt. Und dazu muss man nicht viel Geld sparen, um am Ende der Welt riesige Forellen zu fangen. Man findet auch schöne Stellen vor der eigenen Haustür.